Schneegestöber mit Ballgestöber. Der Kapfenberger Stadtball hat heuer so viele Gäste angelockt wie noch nie. Für Bürgermeister Fritz Kratzer heißt das Hände schütteln, Hände schütteln, Hände schütteln. Fühlt sich eigentlich toll an, wir haben einen Rekordbesuch. Lauter freundliche Leute, tolle Musik, es könnte gar nicht besser sein. Und ich muss schon sagen, auf der Stiege war es schon hervorragend beim Händeschütteln. Ich habe überhaupt noch nie so viele Hände hintereinander geschüttelt. Ja, besser könnte der Einstand als Hausherr auf dem Stadtball wirklich nicht laufen. Und auch Anita Kratzer fühlt sich sichtlich wohl in ihrer Rolle als First Lady. Heute erstmals die Hausherrin hier, wie fühlt sie das an? Ja, super, muss ich sagen. Und das wird sicher wieder ein toller Ball werden. Die Stimmung, glaube ich, ist auch sehr gut und es kann nichts mehr schief gehen. Werden länger im Bad braucht Sie oder der Gatte? Ziemlich gleich. Fest zurechtgemacht hat sich auch die Gästeschar. Und manch eindrucksvolle Rube verlangt dann sogar nach einem Frack. Es kommt daher, dass meine Ehefrau in Wien ein neues Kleid gekauft hat und mir mein alter Ballanzug, der schon älter ist von der Matura her, also 30 Jahre, nicht mehr wirklich gepasst hat. Ja, und deswegen habe ich mich gleich für einen Frack entschieden, weil ich mir gedacht habe, wenn schon, den schon. Wie lange haben Sie gebraucht beim Anziehen? Beim Anziehen heute? Ja, 5 Minuten. Ist nicht so schlimm, 5 Minuten, ja. Geht das allein oder mit Hilfe der Gattin? Mit Hilfe der Gattin natürlich, ja. Ja, klar. Und dieses Kleid, das hat jetzt nach einem Frack geschrien, das heißt Haute Couture am Kapfenberger Stadtball? So ist es, ja? Ja, richtig. Beeindruckt hat neben den Roben auch die Polonaise der Maturanten des Gymnasiums Kapfenberg. Und danach hieß es endlich alles Walzer. Ich habe vorher schon gesehen, Sie haben schon eifrig getanzt mit der Gattin. Sehr brav. Ja, irgendjemand muss ich natürlich eröffnen. Das tue ich ja gerne. Ich habe ja bei der Einleitung gesagt, für diejenigen, die gerne tanzen, wird es genügend Gelegenheit geben. Und danach wird es wahrscheinlich Gespräche geben. Und da bin ich schon ungefähr angelangt. Aber nicht nur mit Tanzen kann Mann Frau glücklich machen, denn die Damenspende war heuer ein Traum aus Schoko und Champagner. Super, gell? Ich finde das eine tolle Idee und heuer kriegen die Männer auch. Damen und Herren kriegen ein Champagner-Praline. Und vielleicht kommt es mir mal besuchen, ich habe einen Handel übernommen, Hauptplatz drinnen, Dolce und Graffiano. Ein perfekter Wink in Richtung Valentinstag, meine Herren. Ja, und ein bisschen Naschen am Ball wird doch wohl noch erlaubt sein. Gibt es doch am Kapfenberger Stadtball genügend Möglichkeiten, die Kalorien auch wieder zu verbrennen. Denn so eine rauschende Ballnacht kann schon mal bis zur Morgendämmerung dauern.